City of stars, are you shining just for me? Wenn das Publikum etwas so Wundervolles wie diesen Film nicht dankend in die Arme schließt, dann sind wir alle verloren, meinte Tom Hanks, nachdem er La La Land gesehen hatte. Recht hat er. Die charmante Musical-Romanze mit Ryan Gosling und Emma Stone ist von vorne bis hinten einfach nur umwerfend. Ich wurde zum Kämpfen geboren. Ich kämpfte aus Habgier und für die Götter. Doch dies ist der erste Krieg, für den es sich zu kämpfen lohnt. Die Diskussion im Vorfeld war groß. Warum spielt ausgerechnet Matt Damon die Hauptrolle in einem Film über die Große Mauer, das chinesische Wahrzeichen schlechthin? Die Antwort, weil es in einem Film, in dem Monster das Reich der Mitte angreifen, mit der Faktentreue eh nicht so weit her ist. Aber die Action stimmt. War Mom lange in diesem Bett? 3 Monate. Und die Bank immer im Nacken. Los, alle sofort auf den Boden! Sie sind alle schon länger hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Bank ausgeraubt wird, die mich seit 30 Jahren ausraubt. Die Wendung Hell or High Water wird im Englischen immer dann gebraucht, wenn das Wasser wirklich bis zum Hals steht, so wie bei den Brüdern im gleichnamigen Krimidrama. Schick sieht ihre Bankräuberei im staubigen Texas ja aus und Jeff Bridges ist auch immer eine gute Wahl. Die Story ist aber leider etwas zu langwierig. Was machst du denn da? Kann ich hier sitzen und das essen, während wir vor einem Auschwitz-Foto sitzen und über den Auschwitz-Kongress reden? Wie haben Sie über das Vergangene gesprochen? Sprechen Sie mit uns. Was soll ich denn mit Ihnen sprechen? Sie haben ja keinerlei Humor. Holocaust-Forscher Toto ist gestresst. Man hat ihm einen Ignoranten vor die Nase gesetzt, aber dann kommt eine junge Frau aus Frankreich und verändert erstmal alles. Die Blumen von gestern ist eine unerhört komische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Unbedingt anschauen.